ja auch Teppichen. Lebende Proteinmasse. Herzlich willkommen, Freunde. Es ist mal schon wieder soweit für ein neues Food News Video. Ihr denkt euch auch, wie war es schon wieder? Ja, ich auch. Es gibt zurzeit so viele Food Neuheiten. Ich weiß nicht, was los ist. Ich komme gar nicht mehr hinterher. Und ihr wisst, ich muss einfach alles probieren, was neu ist. Das ist für mich so ein ich kann die Sachen nicht probieren, wenn ich sie sehe und sie neu sind. Von daher musste ich mal wieder ein paar neue Sachen kaufen. Nein, ich habe wieder richtig viele Sachen gefunden und vor allem auch mal so ein bisschen Richtung Lidl, Aldi etc. Die haben ja auch so viele neue Sachen, da muss ich auch viel öfter mal wieder gucken. Und ja, ich würde sagen, dann fangen wir auch gleich mal an. Und zwar gibt es bei Lidl Erdnuss-Schokolade-Eisriegel. Könnten ja gar nicht wie Snickers oder sowas sein. Aber mal schauen, vielleicht kann das ja mithalten. Die haben eben 1,99 € gekostet. Ich muss ehrlich sein, ich weiß gar nicht, wie viel das Original kostet. Und habe das, glaube ich, auch erst einmal oder so gegessen. Wie ihr wisst, bis vor kurzer Zeit war ich noch nicht mal Eisesser. Mochte ich nicht so. Also hier sind jetzt 5 Stück drin. Peanut and Chocolate. Das ist schon ausgelaufen. Entschuldigung, Produktionsfehler. Was ganz geil ausgelaufen, weil es voll karamellig ist. Von daher verzeihen wir das mal, sollte aber nicht vorkommen. Mhm. Doch, das ist aber lecker. Also, es kommt nicht an das Snickers dran, weil es doch, ich habe gerade überlegt, aber es ist schon Erdnuss, weil es gab auch noch eine Sorte mit Karamell. Aber, also klar, das ist schon auch irgendwie Karamell, aber es schmeckt mir ein bisschen zu wenig nach Erdnuss. Man schmeckt eben so dieses, könnte intensiver nach Erdnuss schmecken. Dafür ist die Schokolade außenrum richtig, richtig lecker. Auch super knackig. Also schon lecker. Doch, kann man sich auf jeden Fall mal holen. Könnt ihr sehr gerne mal testen. Mir fehlt halt so ein bisschen, dass da nicht so geile Erdnussstückchen drin sind. Also nur so ganz wenig. Von daher würde ich dem 7 von 10 Punkten geben. Muss ja noch Luft nach oben sein. Und es gibt auch noch eine zweite Sorte davon mit Kokos und Mandel oder so. Falls ich die auch noch testen soll, gebt gern Bescheid. Und falls ihr das schon kennt, gebt auch gern Bescheid. Dann lange ersehnt gesucht. Ich glaube, in jedem meiner Videos gibt es Schoketten. Aber die habe ich bis jetzt nirgends gefunden gehabt. Die gab es jetzt im Netto. Sogar schon reduziert oder Aktionspreis. Ich weiß nicht genau was. Die mussten natürlich mit. Also die sind schon gar nicht mehr so, so krass neu. Aber sie waren immer noch neu. Von daher, ja, habe ich jetzt hier die Sorte Cookies Vanilla. Okay, das ist schon wieder ein Haufen Müll. Ich weiß immer nicht, warum heutzutage die Unternehmen sowas noch so krass herstellen müssen mit so viel Müll. Da ist wieder die ganze Tüte voller Müll. Das ist nicht gut, Schokoladen. Naja, testen wir das mal. Also es macht ja keinen Schokohersteller irgendwie besser groß, außer halt innovative Startups, aber halt so die Großen machen ja alle sowas noch. Also ja, mal schauen. Okay, aber mal abgesehen von der Verpackung, ist schon geil. Die sind richtig, richtig lecker. Die sind halt eben, also erinnern noch nicht mal so an Oreo, wie ich gerade dachte, sondern wirklich so geile Cookies and Cream. Vor allem ist da drin halt wirklich noch so ein kleiner Cookie und total lecker, wirklich. Ich finde es richtig gut. Doch, also würde ich mir safe nochmal holen. Kann ich euch echt empfehlen. Ja, jeder, der so Cookie-Schokolade mag, top. Kriegt 9 von 10 Punkten. Ja. Es gibt auch noch eine zweite Sorte. Es gab auch noch eine dritte Sorte und zwar, boah, auf die hätte ich auch richtig geil. Auf die hätte ich auch richtig geil. Auf die hätte ich auch richtig Lust. Die steht hinten nämlich nochmal drauf. Das ist irgendwie Salted Pretzel Peanut Butter. Entschuldigung, wie geil. Aber die gab es leider nicht. Na gut, aber Nougat Karamell Haselnuss. Klingt jetzt auch nicht so schlecht. Die sind übrigens immer so 125 Gramm drin. Das klebt immer. Das ist auch schon wieder richtig geil. Man schmeckt halt wirklich, es ist so krass, weil es wirklich halt Nougat
aber auch Karamell und dann immer auch diese Haselnuss. Ich finde, ganz oft stehen da Zutaten drauf und man denkt sich, wo? Und da ist halt wirklich alles da. Richtig krass. Also ich finde die beide so gut. Das bekommt auch 9 von 10 Punkten. Das ist auch richtig geile Schokolade einfach. Total gut. Wenn die das nochmal jetzt in den normalen Sizes, also in den normalen Tafeln rausbringen würden, das wäre richtig gut. Bitte, Schokoladen, mach mal. Und schauen wir mal, was Aldi so kann. Und zwar gibt es von Aldi von der Moserot Eigensorte neue Sommersorten. Da gab es noch ein paar andere, aber ich habe jetzt erstmal Rhabarber Crumble genommen, weil das für mich am außergewöhnlichsten klang. Überhaupt finde ich ganz witzig. Manche von euch meinen Moserot eure Lieblingsschoki. Und ich habe früher immer diese orange dunkle Schokolade, diese Täfelchen, hat meine Nachbarin mir immer geschenkt. Immer, wirklich. Das ist vollkommen Kindheitserinnerung. Ich weiß nicht, habt ihr das auch mit Moserot-Schokolade? Weil gefühlt hatten die immer ältere Leute und haben die Kindern geschenkt, oder? Könnt ihr mir das bitte mal sagen? Genau, die hier hat jetzt aber 1,39 gekostet und für 150 Gramm ist das wirklich nicht viel. Oh, das sind ja auch Täfelchen. Da war ich gerade. Okay, ja krass, das sind 4 große Täfelchen. I wasn't expecting that. Stinkt ein bisschen. Also, nicht stinkt, aber man riecht so diesen sauren Rhabarber gerade raus. Ist immer so witzig, wenn ich Rhabarber-Produkte esse und denke, oh, richtig geil. Und mir dann aber der Geschmack von Rhabarber wieder einfällt, dass ich den eigentlich gar nicht so sehr mag. Diese Logik da drin. Also, man schmeckt den Rhabarber raus. Das ist diese, eben so eine Rhabarber-Gelee-Masse. Ist aber auch relativ erfrischend mit dieser Joghurtschicht darunter. Also ist schon auf jeden Fall lecker. Ist halt mal wirklich was ganz anderes, finde ich. Weil mit Rhabarber eine Schokolade, glaube ich, habe ich noch nie gegessen. Und jeder, der Rhabarber mag, würde die richtig, richtig feiern. Würde jetzt von mir 7 von 10 Punkten bekommen. Runde Eis mal wieder. Und zwar, ich glaube, jetzt im Sommer wird es echt so eine richtige Eis-Edition, meine Food News. Einfach mal so Eis-News. Eis-News. Das ist eine Nachmache vom Rocher-Eis. Ich habe das Rocher. Nee, vom. Denken, Raffaello. Vom Raffaello-Eis. Ich habe das Raffaello-Eis bis jetzt immer noch nicht probiert gehabt, weil es mir irgendwie immer dann so teuer war. Deswegen freue ich mich umso mehr um die Nachmache. Da gibt es aber auch nochmal eine Rocher-Nachmache. Die kann ich gerne auch nochmal testen. Das hier hat nämlich jetzt 2,29 gekostet für 4 Stück. Das finde ich vollkommen in Ordnung. Das sieht ganz geil aus, weil es sieht so mit diesen Kokosstückchen und Nussstückchen da drin. Ist schon geil. Doch, ist geil. Also ich kann gerade noch nicht so rausschmecken, aber das Innere auch wirklich nach Kokos schmeckt. Weil das Innere vom Raffaello, vom Rocher, boah. Das schmeckt auch nach Kokos. Geil. Es ist geil. Doch, schmeckt nach einem künstlichen Kokosgeschmack. Doch, doch, muss man sagen. Aber geil. Oh, ich will mir nochmal holen. Top. Wirklich, dem würde ich 9 von 10 Punkten geben. Ja, das ist gut. Und es geht mit Eis weiter. Und zwar hat Aldi jetzt auch Proteineis. Oder auch, ist es überhaupt Proteineis oder ist es einfach nur less than tasty? Weniger Kalorien. Ich glaube, es hat noch nicht mal mehr Protein. Nee, hat es gar nicht. Ich habe gelogen. Es ist einfach nur mit weniger Kalorien. Also wie so ein Breyers. 351 Kalorien pro Becher. Salted Caramel habe ich jetzt genommen. Es gab noch Vanille und Walnuss-Ahorn. Aber ich liebe halt Salted Caramel. Vor allem, das hätte jetzt 2,29 Euro gekostet. Das ist ja auch im Vergleich wirklich gar nichts. So, also bis jetzt sieht es ganz plain aus, aber ich sehe da schon einen kleinen Swirl, der rauskommt. Er wird größer. Zehnten Stunden später habe ich es dann aufgegessen. Ist lecker. Doch, also es erinnert mich schon sehr an das von Rewe. Hat eben auch, also das Eis aus dem Rumsch hat jetzt nicht so einen krassen intensiven Geschmack. Aber eben durch diesen Karamell-Swirl ist es schon ziemlich geil. Also ich finde es lecker. Kann man auf jeden Fall machen. Man muss jetzt auch nicht über Specialiges erwarten. Aber es ist eindeutig Salted Caramel. Obwohl auch wie immer bei Salted Caramel, wo ist das Salz? Also ich finde, ich schmecke da auch wieder kein krasses Salz raus. Also einfach Karamell. Aber sehr lecker.
Von daher eben auch 8,5 von 10 Punkten geben, ja. Und kommen wir jetzt nochmal zu einer Menge Riegel. Und zwar hat Rossmann bei uns im Hauptbahnhof zumindest ganz viele neue Riegel. Und zwar von einer neuen Marke, die ich noch gar nicht kenne. All Stars wird wahrscheinlich nicht an sich neu sein, aber nachdem es jetzt so groß gefächert sozusagen bei Rossmann gibt, also da gab es verschiedene Sorten, so mit crispy, aber auch ganz normale, dachte ich, die teste ich mal. Fangen wir mal an mit dem Protein Bar Chocolate Coffee. Das ist ein knusprig leckerer High Protein Bar. Nur 2 Gramm Zucker, genau, sind 50 Gramm drin, hat 187 Kalorien, davon 18 Gramm Eiweiß. Das ist natürlich nicht schlecht. Der hat jetzt 1,89 Euro gekostet. Hat so Crispies obendrauf. Das mag ich ja schon mal sehr, sehr gerne. Ja, also die Schokolade außen drum ist mal wieder ganz lecker. Hat auch diese, also die Crispy-Teilchen sind echt ganz gut. Dann ist da so eine ganz, ganz leichte Cremeschicht. Aber die ist mir ein bisschen zu wenig intensiv. Und das Protein ist mir zu massig. Also ich mag das total, wenn dieses Protein eher so fluffiger ist. Und das ist auch wieder so batzig, klebrig. Ich würde mir den nicht nochmal holen. Auch dieser Kaffeegeschmack muss man halt eben mögen in so einem Riegel. Klar, aber mir schmeckt der Riegel nicht. Nee, leider durchgefallen. Von daher würde ich dem, ja, ist jetzt auch nicht super schlecht, 6,5 von 10 Punkten geben. Jetzt bin ich mal gespannt. Es gibt genauso die ähnliche, also das gleiche Konzept von dem Riegel sozusagen, nochmal in der Sorte Peanut Karamell. Die hat mich ja eh schon ein bisschen mehr angelächelt. Mal schauen, vielleicht kann das mehr. Nährwerte sind ganz ähnlich. Ach krass, das muss ja jetzt eigentlich wieder von Hey sein, weil der eigentlich Peanut Karamell ist, glaube ich, auch das von Hey. Krass, erinnert mich vom Äußeren auch schon so dran. Bin gespannt, ob der mithalten kann. Ich bin ehrlich, der ist nicht schlecht. Der kann mithalten. Also viel, viel leckerer als die andere Sorte. Der ist lecker. Den kann man machen. Obwohl, aber ihr wisst auch einfach, ich bin einfach Hey-Anhänger. Und Werbung hin oder her sind einfach für mich die besten Riegel der Welt. Von daher ist ganz lecker, kommt aber nicht an den Hey ran. Und deswegen bekommt der hier aber... Weil er schon auch lecker ist, hat auch so eine Karamellschicht, auch ein leichteres Protein als in dem anderen Riegel. Und da würde ich dem schon 8 von 10 Punkten geben. Der letzte Riegel, den ich mitgenommen habe von denen, und ich fürchte mich schon ein bisschen vor dem, weil das, glaube ich, wieder so einer von diesen kompakten Riegeln ist, ohne irgendwelches Crunchy. Na gut, heißt Clean Bar, Cookie Dough, unter 2 Gramm Zucker, 33 Gramm Protein. Versuchen echt Hey nachzumachen, ne? Weil das sind jetzt auch, die sehen aus wie diese anderen Hey-Bars, die ich aber auch gar nicht mag. Also die mag ich einfach nicht, diese normalen Proteinriegel. Deswegen bin ich mal gespannt, ob der im Geschmack besser ist. Lebende Proteinmasse. Mögt ihr solche Riegel? Wer kauft denn die? Achso, ja doch, aber in Ofen oder Mikrowelle sind die geil. Aber ich mache ja meinen Riegel nicht extra in den Ofen oder in die Mikrowelle. Naja, tschüss. Ist jetzt die Sorte, habe ich schon gesagt, Cupido. Schmeckt nicht. Nee, ist wie ich gesagt habe, diese Proteinmasse. Ich mag das einfach nicht. Von daher bekommt er 2 von 10 Punkten. Das ist, als würde man auf irgendwas Süßem ganz lange rumbeißen, was aber ein bisschen süß abgelaufen schmeckt. Boah, tut mir mega leid, aber nee, jetzt nichts für mich. Zu guter Letzt, aber nochmal von Rossmann einen Riegel, also von der Eigenmarke von Maxi Nutrition, einen vegetarischen Crunchy Nut Bar. Der sieht richtig geil aus, mit Salty Peanut, hat 10 Gramm Protein, ist Low Sugar auch, hat 46 Gramm, 230 Kalorien, dafür 10 Gramm Eiweiß. Sieht aber schon richtig, richtig nice aus, also auch mit dieser Schokoschicht. Oh, oha, der riecht so ein Oh, der riecht richtig geil nach Peanut. Geil, wirklich. Mega lecker. Boah, vor allem, da schmecke ich auch das erste Mal oder mal wieder bei Salty Peanut dieses Salty raus. Und dann hast du Crisps drin. Und auch mit dieser leichten weißen Schokolade. Total erdnussig.
vollmundig. Super lecker, wirklich. Also den würde ich mir nochmal holen, den kann ich euch wirklich ans Herz legen. Der bekommt von mir, ja, 9 von 10 Punkten, auf jeden Fall. So, Freunde, das war's auch mit den Food News. Ist diesmal eine bisschen kleinere Ausgabe geworden. Ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. Ihr wisst, es gibt zurzeit so viel Food News, von daher wird es wahrscheinlich auch schon nächste Woche wieder das neue Video geben. Also deswegen abonniert mich gerne, dann verpasst ihr es nicht. Gebt mir gerne einen Daumen hoch, das zeigt mir, dass ihr es vielleicht ganz cool fandet. Und berichtet auch wieder hier. Was davon kennt ihr schon? Kennt ihr davon irgendwas schon? Oder was würdet ihr jetzt gern probieren? Gibt es in eurem Hausmann auch schon diese Riegel? Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ob die nur bei mir neu sind. Naja, genau. Ich freue mich auf euer Feedback, freue mich auf den Austausch mit euch und ja, freue mich auch, wenn ihr vielleicht mal bei Instagram bei mir vorbeischaut, weil da mache ich auch ganz viel Food News und Food Tests und dann kann ich euch immer schon ein bisschen spoilern oder eher gesagt, dann seht ihr auch nochmal andere Dinge, die ich hier nicht zeige. Genau. Also, habt einen ganz schönen Tag noch und fühlt euch ganz fest gedrückt.